Wir kämpfen frei nach Tchaikovsky. Hier wird ausgeräumt und wir machen uns jetzt auf den Weg. Wohin auch immer, wohin der Weg uns führt. Folgen wir einfach dem Weg. Nein, das würde zu lange dauern. Wir machen Schnellreise zum Turmstein. Wir folgen dem Weg durch den Ladebildschirm. So, ja. Das wollte ich sagen, genau das. Ich war Kiesel. Da hinten wollen wir hin. Und am besten keine Klippen runterstürzen. Ich war nie eine Söldnerin und habe meine Dienste nie verkauft. Schön für dich, Mjoll. Schön für dich. Erzähl mal was Neues. Ist dein Schiffbord gekentert? Da vorne vom Eisberg? Hallo Drache. Kiesel, ich hab doch nur eine Frage gestellt. Du musst doch nicht gleich so ausrasten. Und hier Drachen beschwören. Wohin gehst du überhaupt? Oder weil wir in der Nähe von dem Taros-Schrein sind? Wisst ihr was? Wir ignorieren den Drachen einfach. Yay. Tschüss, Drache. Tschüss. Ich könnte Kisi auf der Eisscholle abstellen. Mich auf Tauchstation wagen. Zwar verfolgt der Drache mich. Kiesel! Hast du eben meine Koordinaten geschickt, oder wie? Wollte ich jetzt eigentlich ignorieren, ne? Das finde ich jetzt nicht so cool. Hallo? Lässt du mein Pferd in Ruhe? Ich glaube, Kiesel ist gerade... Nee, Kiesel ist noch nicht gestorben. Okay, wir müssen irgendwo hingehen, wo der Drache landen kann. So viel dazu. Wir können ihn nicht ignorieren. Uns wird Kiesel noch angezündet. Komm hier, folg mir! Folg mir! Überall! Ich bin zwar nicht überall angemeldet und... Aber hey, was soll's. Schick eine andere Waffe. Habe ich eigentlich einen Eiszauber irgendwo ausgerüstet? Keine Ahnung, erstmal... Friss Drachenflug! Ha, leichte Rüstung hat sich verbessert. Oh, da kann ich nicht gegenhalten. Da muss ich erstmal Trunk benutzen. Trunk. Ich könnte den Drachen vergiften. Check, du musst mir deine Tränke mal benutzen. Die liegen da nur im Inventar rum und vergammeln. Das ist mein Plan. Es wird so ein Schaulustigen sein hier. So, und jetzt platt. Platt, ihr Macht der Drache. Gib mir eine Seele. Und zahle Kiesel Schadensersatz, weil du ihn angezündet hast. Das kann Kiesel auch alleine sich anzünden, ne? Nee, kann er eigentlich nicht. Ja, 43 Gold. Ein bisschen wenig, wenn man dabei bedenkt, dass ein Pferd 1000 kostet. Und wenn Kiesel gestorben wäre, ich mir wieder... Obwohl, ich habe ja noch ein paar Backups von Kiesel. Warum auch immer. Einmal ja hier in Markart. Wieso? Kiesel?
Ich sehe nur die Brandspuren. Jetzt sag mir nicht, Isis ist zu Asche verbrannt. Warte, warte, warte. Aura flüstern. Was? Janir! Kiesel! Ja? Kiesel hat sich so ein bisschen... Kiesel, du sollst doch deine Adminrechte nicht missbrauchen. Was passiert jetzt, wenn Kiesel da drin steckt und ich auf ihm raufsteige? Meinst du auch, ne? Geh ich mal in die Wand rein. Okay. Ja, in der Wand. Da kann der Drache nichts anhaben. Da dreht man Kiesel einmal den Rücken zu und er fängt wieder an zu cheaten wie sonst was. Kleidung, Maske. Tschüss, Kiesel. So, hier irgendwas? Nö. Dann gehen wir auf Tauschstation. Das heißt, hier gehen wir mal. Wir sind schon auf Tauschstation im Pilgergrab. Hier sind also die ganzen Pilger begraben. Ist mir nur Sorge gemacht, wenn jetzt ein Schlachterfisch angekrochen kommt. Ich bin total hilflos unter Wasser. Hey, wir sind Bethesda. Wir sorgen dafür, dass der Spieler nicht unter Wasser kämpfen kann, aber setzen Kreaturen unter Wasser, die einen angreifen können und töten und... Warum? Es gibt hier keine Drögs. Wobei, die würden dann wahrscheinlich eh besser aussehen als im Moment. Ja, im Morrowind ist alles gruselig. Gruselig, gruselig, gruselig. Und Morrowind sorgt dafür, dass Chicken Albträume bekommt. Lachs. Ja. Diese Sicht, ne? Dass das so schief ist. Ah. Muss ich immer meinen Kopf verdrehen, damit es gerade ist. Nur ich kann gerade meinen Kopf nicht verdrehen, weil ich immer noch Nackenschmerzen habe. Genau wie schon in der gestrigen Ranja 2 Aufnahme. Gemein, 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 gemein. Alles gemein. So tiefe Gewässer. Das ohne Luftanzeige. Noch ein Fehler von Bethesda. Chick meckert wieder rum. Ja. Das sind immer die gleichen Deppen. Ich habe ihr versprochen, 150.000 Mal rumzumeckern. Deswegen. Nein, Kiesel, du tauchst nicht unter. Drachenfriedhof. Sag mir nicht, der Drache ist daraus her weggekrochen. Oder ist das noch zu? Ein Wolf. Vielleicht ist er ja der Drache. Nee, ist nur so geformt gewesen wie... Okay. Ich möchte erstmal auf die Spitze. Wir können gleich gerne da reingehen. Das heißt gerne. Kotlak wartet ja immer noch darauf, dass wir seinen Geist reinigen. Okay. Das kommt mir jetzt gerade nicht bekannt vor hier. Mit dem Käfig. Das ist neu. Hier, friss Drachenfluch. Nur nicht.
Das... Das sagt mir jetzt gar nichts hier, die Gegend. Ilastei. Rolle der Raserei. Der Typ sagt mir auch nichts. Natürlich sagt er dir nichts mehr, der ist tot. Ilastei. Ich kann mich nicht daran erinnern, hier schon mal gewesen zu sein. Wasseratmung. Ja, Veränderung. Veränderung. Du musst die Veränderung verändern. Rolle der Besänftigung. Trankmischerbeutel. Mit dem Rattenschwanz. Toll. Rolle der Besänftigung. Ja, das haben die Ratten auch nicht. Ich wollte gerade sagen, es ist ja kein Schrein von Talos. Bei einem Schrein von Talos. Also dieses Ding, ne? Oh, hier ist was anderes. Nilwurz. Meine Lieblingspflanze. Käse, buddelst du schon wieder nach Leichen? Ach so, du stehst mit dem Hinterbein auf einer Leiche. Du wolltest hier den Dreck unter deinen Füßen, mit den Füßen so zurückdingsen, dass er dann auf der Leiche landet. Oder so ähnlich. Ja, dingsen vor allem. Dingsen, das ist wohl dein Lieblingsplatzhalterwort. Wenn dir mal wieder keine Wörter einfallen, Chikorin. Auch da, Güsel! Wir müssen auf die Spitze. Ist nicht unbedingt, aber doch. Doch, doch, wir wollen auf die Spitze. Oder gab es noch einen anderen Ausgang? Also, wenn wir jetzt in Iskramors Grab reingehen würden. Los, Kiesel, sei ein Klippenläufer! Fängt wieder mit der Levitation an. Uiuiuiui. Sieht alles so steil aus. Zu steil für dich, ne? Aber das ist dann wiederum nicht mehr zu steil. Oder wie? Yay! Yay! Isa hat's geschafft. Erstmal speichern. Hier wären Treppen gewesen. Egal. Oh, es gibt mir noch einen Schrei. Tierfreundschaft. Tierfreundschaft, Tierfreundschaft. Ja, wenn ich daran denke, was... Sagt er was? Ach nee, das ist nur eine Knochenhand. Ja, da liegt eine Knochenhand, aber... Egal. Runter, Kiesel. Folgen wir dem Weg und gucken, wo er uns hätte hinführen tun müssen. Wahrscheinlich eh beim Eingang von Iskramors Grab. Schicken wir mal wieder zu dumm. Ne, hier oben. Hier oben. Aber das ist auch ein alternativer Ausgang. Verdammt! Wo rennst du hin, Joll? Wohl hier, Kiesel. Spiel mal ein bisschen mit den Hawkern. Auch wenn sie gerade vor dir weglaufen. Weil sie Mjoll angreifen. Ich hoffe, die gehen jetzt nicht auf mein Pferd los. Ich glaube, Kiesel möchte nicht mit den Hawkern spielen. Oder spielen die Fangen. Das ist eigentlich schon ein bisschen süß.
Oh, Kiesel spielt. Was machst du da, Kiesel? Ja, spielt mal hier ein bisschen.